haben heute auch etwas eingestellt. Und zwar wurde ein Anschreiben veröffentlicht. Ein Aktionsteam in Ulm hat beschlossen, den Oberbürgermeister von Ulm anzuschreiben und ihn aufzufordern, den Inhalt des Schreibens, das wir euch auch eingestellt haben, das ist so ein Vordruck, den jeder von euch benutzen könnte, um Politiker anzuschreiben. Und das soll hier an Gemeinderat und die Bürger der Stadt Ulm auch weitergegeben werden. Und man hat angeregt, dass eben der Oberbürgermeister die Menschen in Ulm über die Inhalte der RKI-Protokolle informieren soll. Und man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil wir annehmen, dass wir von oben keine Aufklärung erwarten können. Sollte der Oberbürgermeister untätig bleiben, haben wir vor, die einzelnen Gemeinderäte über unser Schreiben zu informieren. Mal sehen, ob wir Druck von unten erzeugen können. Um den Druck auszuweiten, haben die uns geschrieben, also hier an uns jetzt, wäre es ihnen möglich, das Schreiben zu verbreiten? Andere Widerstandsgruppen könnten dann auf dieses Muster zurückgreifen. Eigentlich müssten die öffentlichen und die rechtlichen oder restlichen über die Inhalte der RKI-Protokolle jeden Tag berichten. Wie wir sehen, tun sie es nicht. Jetzt liegt es an uns, für die notwendige Aufklärung zu sorgen. Ja, und das sind ganz wichtige Voraussetzungen, dass wirklich die Brühe von unten geklärt wird. Und das ist genau der Punkt, die Klärung der Brühe, wie ich immer wieder als Beispiel auch anführe. Sie klärt sich von unten und oben schwimmt dann nachher der Abschaum obendrauf. Und wir haben genau dieses Modell in der Politik. Der Abschaum ist oben und unten sind die Menschen ganz, ganz klar. Und das sehen wir ja immer mehr, wie sie von unten aufklärt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also bitte schaut unter der Lupe nach. Ich gebe euch mal gerade ein Stichwort am besten, dass ihr das dann auch findet. Aktionsteam. Gebt einfach unter der Lupe Aktionsteam ein. Das ist nämlich in dem Text drin. Und dann kommt ihr darauf. Und was die da zum Beispiel, das ist ein vier- oder dreieinhalbseitiges Schreiben, da sind wirklich sehr wertvolle Informationen drin. Und da kocht, wenn man das durchliest, kocht einem das nochmal alles hoch. Die sagen zum Beispiel, in den vergangenen 3 Jahren wurden die Bürger zu folgenden Maßnahmen gezwungen. Und dann zählen die auf hier. Lockdowns, Besuchsverbote, Einschränkungen bei Beerdigungen und Festtagen, Reiseverbote, Quarantäne bei Asymptomatik, Maskenzwang, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Schulkinder, PCR-Tests, Schließungen von Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, Impfregeln 2G, 3G, untersagte Sterbebegleitung, untersagte Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, einrichtungsbezogener Impfzwang, Strafandrohungen und vieles mehr. Und es heißt dann weiter, diese Maßnahmen führten zu Erzeugung von Angstzuständen, Psychoterror, Folter, Spaltung der Gesellschaft, Ausgrenzung, Hetzkampagnen wie Pandemie der Ungeimpften, Herr Lauterbach-Gill. Weiter, Traumatisierung von Kindern, insbesondere von Schulkindern. Vereinsamtes Sterben in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Circa 300.000 unbegleitete Todesfälle im Pflegeheim und so weiter. Medizinische Fehlentscheidungen, Triage, Intubation und so. Ihr Lieben, das ist ein wichtiges Schreiben, das ihr alle nutzen dürft. Das wird hier ausdrücklich gesagt, um entsprechende Entscheidungsträger anzuschreiben. Ihr könnt bis hochgehen in die Ministerien, ihr könnt auch eure Bundestagsabgeordneten anschreiben, eure Stadtherren und Stadtdamen. Ich denke mal, gerade in den Zeiten, wo einige wenige einen breiten Rücken haben müssen für die Aufklärung, ich denke an Paul Schreier, ich denke an Aya Velasquez, ich denke an Tichy, ich denke an Reitschuster, ich denke natürlich auch an uns, ich denke an viele andere, die ich jetzt hier alle nicht nennen kann. Wir gehen hier hohe Risiken ein. Wir tun das für die Aufklärung, für die folgenden Generationen, auch für unser Wohl. Jetzt könnt ihr auch was tun.
Ja, und das ist ein fast schon gutes Schlusswort für heute. Aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Du hast völlig recht, weil wir merken auch, dass die Menschen auch an vielen Stellen klarer werden, nämlich von denjenigen, die tatsächlich etwas bewegen wollen. Und ich muss ehrlich sagen, jeder sollte sich daran beteiligen. Ja, und wir kommen jetzt